Rabia. Bayek. Wie schön es ist, dich wieder in Siva zu wissen. Du hast Zenu wieder gesund gepflegt. Ich dachte, ich sehe sie nie wieder. Sie ist ein zähes altes Mädchen. Wie du, hä? Bayek. Hepzifer sagt, dass du die Dorfbewohner heilst, so gut du kannst. Es würde mich freuen, dir zu helfen. Das ist freundlich von dir. Möge dein Kar gesegnet sein. Ich kann immer Hilfe gebrauchen. Die Soldaten sind Grobiane. Fast jeder Dorfbewohner hat Schnitte, Prellungen und gebrochene Knochen. Um zu helfen, habe ich ein notdürftiges Perank in den Tempelruinen errichtet. Freunde bringen mir Arzneien aus Yamu, aber jetzt halten die Soldaten jeden auf, der ins Dorf kommt, und stehlen die Waren. Also versuchten wir es stattdessen mit Booten. Aber auch die wurden aufgehalten. Sie haben die letzte Lieferung versenkt. Die Medizinfläschchen sind am Boden des Sees verstreut. Ich hole sie für euch. Danke, Bayek. Bring sie zum alten Tempel. Ich muss jetzt dorthin. Wieder ins Wasser. Sein könnte hier überall sein. Senu kann mir helfen. Ja, Senu, komm. Such mal. Gefunden. Okay. Ja, war aggressiv, die Viecher. Wir gucken mal, dass wir da runter sind. So sparen wir uns eventuelles Ertrinken. Zwei. Drei. Aber im Haus des Lebens. Verfallenen Tempel. Okay. Ganz ruhig. Also bis jetzt ist ja ganz cool, ja. Außer diesen Fail am Anfang. Wie ein Assi. Sei froh, dass ich gütig bin und dich nicht töte. Aber wir sind ja viel zu viele Gebäude aneinandergereiht. Das war damals normal. Die Häuser waren extra so nah aneinander gebaut, damit es wie eine Schutzwall wirkte. Jetzt kommt das gute Schulwissen. Mich würde es interessieren, welche. Also, das stand hier irgendwie, keine Ahnung, 150 Jahre vor unserer Zeit oder so. Mich würde es interessieren, welchen Pharao-Zeitalter. Guck mal, hier kann man bestimmt auch bei allen möglichen was plündern. Ja. Dieses epische Geräusche, was Episches aufsammelt. Böse Musik. Was ist passiert? Warum sind die Kranken nicht in den Tempelruinen? Die Soldaten haben uns hinausgeworfen. Obwohl ich den Nomarchen für die Tempelbenutzung bezahle, kommen alle paar Wochen Soldaten und nehmen uns unsere Medizin und Vorräte. Es sind immer dieselben. Sie nennen es Tribut. Eine Steuer für die königliche Armee des Pharao. Wir haben kaum das Nötigste, um den ganzen armen Seelen zu helfen. Aasgeier. Sei unbesorgt, Rabia. Ich sorge dafür, dass sie dich nicht mehr belästigen. Sei vorsichtig, Bayek. Okay. Jetzt sagen wir, gucken mal, wo überall Soldaten sind. Da liegt. Theoretisch müssen wir alle haben, oder? Gucken nochmal. Wieso, warum erkennt er den jetzt zum Beispiel nicht? Naja.
Und wollen wir doch mal. Mir fehlt es, dass man hier nicht um die Ecke gucken kann. Der hat keinen Bock. Na, hier sollte ich vorsichtig sein. Er schaut mich an. Ich pisse schon Erbsensuppe. Da gibt's eine Papyrusrolle, aber die haben wir ja auch schon entdeckt. Ich pisse schon Erbsensuppe. Ja, dann trink's doch nicht. Oder ist es nicht? Okay. Mit dem Pfeifen klappt wieder super. Wann kommen jetzt alle her? Verdammt, warum du, Philos? Ah, die haben auch alle Namen. Nicht nur Soldat 1, Soldat 2. Ich plündere diesen Ort nicht gern. Überall Krankheiten. Verdammt, bleib wachsam, Philos. Da. Jetzt auch kein Massaker veranstalten. Nichts dem Zufall. Mist. Du musst schleunigst unter die Erde. Na komm, geht alle dahin. Dieselben, die du dir im Bordell geholt hast? Ich pisse schon Erbsensuppe. Aber dass er nicht, die nicht erkennt, wenn ich's Adlauge, beziehungsweise hier. Diese Assassinen solle tolle coole Blindern-Dinger machen. Stirb gefälligst! Verfluchter Affe! Ich mach dich fertig! Hey, wer? Bin ich da? Links, warte mal! Ach, ich muss ja eigentlich alle töten, ne? Ist nur einer. Da ist die Papyrusrolle. Komm, schnell, schnell, schnell. Und die Papyrusrolle. Los, Rezent drücke und gehe auf die Inventarseite, um es zu lösen. Ah, okay. Wie löse ich das jetzt? Warum finden wir ihn sieben am Boden der einzigen Schale, die groß genug wie ein Gott ist? Okay. Haben wir hier noch was? Nö. Nee. Gut, da wir ja alle töten müssen, können wir es ja probieren mit Stil zu töten. Essen! Heute gibt's Gazellenfleisch, Männer! Na endlich, keine Erbsensuppe mehr. Noch vorbeikommen. Ich pisse schon Erbsensuppe. Wohin schaut er? Der ist mit dem Rücken zu mir, okay. Ausgelöscht. Ja, ist okay. Ich glaube, da veranstalte ich ein Massaker. Einfach, weil ich Bock habe. Aber erstmal noch einen von oben. Komm her. Habe ich gerade ernsthaft alle getötet, ohne
entdeckt zu werden? Krass. Nein, wie gut. Was lief gerade ultra smooth. Hattest du Erfolg? Natürlich. Der Tempel gehört jetzt dir. Diese Soldaten werden dich nicht mehr belästigen. Alle meine Patienten danken dir. Ah, ich habe fast vergessen, dir die Arznei vom Boot zu bringen. Bei all der Aufregung hatte ich daran auch nicht mehr gedacht. Siva kann sehr froh sein, dich zu haben, Rabia. Versprich mir, dass du dich nicht von deiner Rache verzehren lässt, Bayek. Ich kann an nichts anderes denken. Aber dank Amun werde ich eines Tages frei sein. Perfekt. Level up, oder? Ja, klar. So, dann gucken wir doch einmal mal. Wir haben auf jeden Fall einen besseren Bogen. Ja. Fähigkeiten. Wir haben wieder. Aufeinanderfolgende Attentate gewähren dir ein EP-Boss, solange du nicht entdeckt wirst. Dann Gegner mit zu Kopfschuss, Pfeile. Ist einfach so, wenn du in der Luft bist. Was haben wir denn, wenn du Gegner hilfst, wenn du Verwendungsgefeile. Gib pro Bündel 25 Gewinn. Einen Streitwagen kaufen. Kampfrausch. Ist bei einer Leiche. Ist länger unter Wasser bleiben. Gedomteur. Nebelwand. Nebelwand. Pyromane. Sandbombe. Okay, das ist dann hauptsächlich mit Hilfsmitteln. Ich will aber auch eher in Richtung Krieger gehen. Aber was mache ich? Oh, zweiter Nahkampfwaffe, nice. Wäre im Schild muss gegnerische Angriffe haben, indem du E drückst, um den Gegner kritisch Schaden zuzufügen und seine Deckung für einen Angriff zu öffnen. Okay. Eine zweite Nahkampfwaffe. Ah ja, bitte. Das da. Schildmusk. Ups. Warum wähle ich das aus? Kann ich nicht mit zwei? Ach, okay. So ist das gemeint. Ups. Okay. Naja. Bett. Gut, da haben wir das auch erledigt. Warte, lass gucken. Ich merke gerade was in der Nähe. Diesen Aussichtspunkt. Da will ich hin. Weil Schnellreise ist wichtig und richtig. Ah, wir haben wieder. Das klingt schon mal gut an, ne? Westkarte. Ja, Eisenschmieden, okay, danach geht. Da gehen wir danach hin. Erstmal den Aussichtspunkt. Viel zu viele Bäume und. Stirbt. Oh, euer Leder. Mein alter Magi-Posten. Ich werde mit Senno darauf gehen. Okay. Ups. Das ist ein Gebiet. Da wird man sofort gesucht. Ah, hallo. Mach keinen Scheiß. Einfach darüber. Danke. So viel Baum. Jetzt wäre es geil, wenn wir die Apparatur von Evie und Jacob hätten. Einfach da hoch in Seilwerfer. Das ist ganz schön hoch, ne?
Alter, hopp. Boah, da will ich gleich runterspringen. Hopp. Okay. Mal da lang. Dankeschön. Plündern. Gerne. Oh, neuer Bogen. Ah, der Steinkreis. Oh. Nicht lange her, dass ich mit Remo hier war. Okay. Naja, wir gehen erstmal zum Ausrufezeichen. Ich glaube, das kriegen wir noch alles ziemlich gut erklärt. Welches Level sind denn die? Ich weiß nicht, was muss ich hier überhaupt machen? Überall dieser Halbkreis. Wohin denn? Bringt das mir was, wenn ich da? Berggebiet. Aber ich glaube, ich muss da später sowieso hin. Ich vermute jetzt stark mal. Weil dann wird ja schon mal die Einführung. Ja, da kannst du das machen und da kannst du das machen. Und bestimmt alles noch. Aha. Ptolemäus. Er hat uns allen großes Leid gebracht. Ahahaha. Die Statue wurde zerstört. Aber nicht der Mann, dem sie gewidmet war. So. Hayek, unser Magi. Du bist zurück. Was ist mit deiner Schmiede geschehen? Diese verdammten Soldaten. Ptolemäus Hauptmann sah, wie ich ein Schwert hergestellt habe und warf mir vor, ein Rebell zu sein. Er lag nicht falsch. Sie haben meine Werkzeuge beschlagnahmt. Ach, Bastarde. Ganz Siva braucht einen Schmied. Sogar ich. Ich kann dir nicht helfen, Bayek. Nicht bevor ich Hammer und Zange zurück habe. Und ich muss mir diesen hässlichen Esel von Hauptmann vom Hals schaffen. Ist dieser Hauptmann irgendwo, wo ich ihn finden kann? Am Fuße der Berge westlich von hier. Im Chitche-Lager. Ich hole diese Werkzeuge zurück und kümmere mich um den Hauptmann. Was habe ich gesagt? Die Werkzeuge sind im Chitche-Lager. Und der Hauptmann, der dahinter steckt, ist auch im Chitche-Lager. Ja. Habe ich doch gesagt, wir müssen sowieso da rein. So und sie in der Nähe, drücke vor, um sie nur zu rufen. Ja, Augenblick. Bewegung! Weg da! Bist du betrunken? Vielleicht. So, dann gucken wir doch noch mal rein. Gefunden. Was sonst? Okay. Zwei Ziele, Werkzeug haben und finden, beschaffe. Okay. Töten und beschaffen. Kriegen wir hin. Ach, die Musik ist genauso toll. Da hoch, Aussichtspunkt und den töten. Ausgelöscht. Gut. Das ist für meinen Freund. Da tut die doch nur schlagen und nix irgendwie. Hier ist doch irgendwo ein Schatz.
Wo, wo? Hey, was? Ach, da ist so. Ach, okay. Ja, komm her. Du wirst sterben. What? Tot. Tot. Da. Okay, dann halt so. Ein kleines Massaker. Oder ich hau ab. Und warum leuchte ich so blau? Na klar, es ist cool, ne? Ah, ich sehe. Er holt Verstärkung und. Nein. Oder hoch. Dankeschön. Ja, ich bin doch schon längst weg. Ah, okay, da kann noch mehr. Mir egal, ich plünder.